Herzlich willkommen zur VDSX Live Demo. Die VDSX ist eine Weiterentwicklung der VDS Pro und wird von der T-Systems gemeinsam mit neuen Händlern entwickelt. In den folgenden Minuten zeigen wir Ihnen einen kurzen Überblick über allgemeine Funktionen, insbesondere im Modul Serviceabwicklung der VDSX. In die VDSX gelangt man über eine sogenannte Web-Oberfläche, die es einem ermöglicht, die VDSX auch auf mobilen Geräten zu bedienen. Erste Erleichterung gibt es bereits beim Login. Hier erfolgt die Anmeldung künftig über den Windows-Benutzer. Im Falle von mehreren Companies kommt man nach dem Login direkt in die Company-Auswahl. Diese Auswahl kann dann im Nachgang auch jederzeit wieder geändert werden oder man kann parallel in unterschiedlichen Companies arbeiten. Der Homescreen der VDSX ist das sogenannte Dashboard. Von hier aus kann ein Mitarbeiter abhängig von seinen Rollen und Berechtigungen auf unterschiedliche Funktionsbereiche zugreifen. Wie man erkennen kann, lehnt sich das Design der VDSX an gängigen Web-Oberflächen an. Die Menüleiste hat man in jedem einzelnen Prozessschritt im Zugriff. Die Farbe der Menüleiste signalisiert dabei, ob man sich in einer VW, Audi, Skoda oder Seat Company befindet. Die drei Punkte rechts kann man beispielsweise auftragsunabhängig externe Applikationen, zum Beispiel Werksysteme, aufrufen oder man kann Ansichten individuell anpassen. Als Pluszeichen gelangt man in die Neuanlage, beispielsweise für ein Angebot, Kunde, Fahrzeug, Auftrag etc. Es steht für Benachrichtigungen jeglicher Art. So könnte hier zum Beispiel eine Information von der Infotheke erscheinen, dass Kunde XY bereits im Haus ist. Ganz links haben wir dann noch das sogenannte Benutzermenü, auch stets im Zugriff. In dem kann man sehen, in welcher Company man sich bewegt und mit welcher Rolle. Und man gelangt auch von hier aus jederzeit in die einzelnen Funktionsbereiche, die einem zugeordnet sind. Ein komfortables neues Feature bietet die globale Suchfunktion. Hier kann man in den Kategorien Kunde, Fahrzeug, Auftrag nach sämtlichen Kriterien, also Beispiel Kundenname oder Kfz-Kennzeichen suchen und erhält dann sämtliche Resultate aus der gewählten Kategorie. Der Hauptbereich des Dashboards mit den einzelnen Kacheln ist komplett individualisierbar. Hier sehen wir als Beispiel das mögliche Dashboard eines Kundendienstberaters, wo man eben zum einen sämtliche relevante Kennzahlen sieht und indem man über die größte Kachel auch in die Liste der offenen Aufträge gelangt. Man hat in dieser Ansicht nun die Möglichkeit, nach bestimmten Kriterien zu filtrieren oder aber innerhalb der Liste der offenen Aufträge gezielt nach einem Auftrag zu suchen. In unserem Fall demonstriere ich jetzt hier aber einfach nochmal die globale Suche und suche über Kundenname den noch offenen Auftrag. Springt man in einen Auftrag rein, gelangt man zu dem zuletzt bearbeiteten Prozessschritt. Die Serviceabwicklung in der VDSX ist unterteilt in einzelne Prozessschritte. Hier sieht man nun ganz schön, dass die Auftragsanlage, also der erste Schritt, bereits vollzogen ist und man kommt direkt in die Auftragsbearbeitung. Der Bereich am linken Rand ist statisch. Hier habe ich zum Beispiel wichtige Auftragsdaten oder aber auch den Zugriff auf DSE-Merkmale oder ich kann den Auftrag auch entsprechend kalkulieren. Außerdem habe ich eine Schnellnavigation, die es mir ermöglicht, von ganz oben ohne lästiges Scrollen direkt in den letzten Schritt zu gelangen und auch wieder umgekehrt von unten nach oben. Würden wir uns jetzt in einer Autohausumgebung mit echten Daten befinden, hätten wir hier oben rechts im Zugriff die sogenannten LSAR-Daten. Das sind Zusatzinformationen zu Kunde und Fahrzeug, die über Werksysteme abgerufen werden, also zum Beispiel Rückrufaktionen. Diese können dann auch direkt in den Auftrag übernommen werden. Zusätzlich stehen hier auch die Stempelinformationen, sprich welcher Monteur ist dem Auftrag zugeordnet und wie viel Zeit hat er schon verbraucht.
Das beinhaltet auch eine Ampelfunktion, also bei Grün ist alles in Ordnung und bei Rot haben wir eben eine Zeitüberschreitung. Dieser Bereich ist auch ausblendbar, sodass man eben infolgedessen einen größeren Bearbeitungsbereich zur Verfügung hat. Hier sieht man jetzt auch nochmal alle Daten aus der Auftragsanlage, also zum Beispiel Auftragsart, Annahmedatum und Informationen zum Kunde und zum Fahrzeug. Die einzelnen Kästen können nach Bearbeitung auch ausgeblendet werden oder zugeklappt werden, sodass man dann auch nur noch die für die Auftragsbearbeitung wichtigen Kategorien angezeigt bekommt. Pakete, Arbeitspositionen und auch Ersatzteile lassen sich ganz einfach über die Text- oder Nummernsuche hinzufügen und man kann dann entsprechend die jeweiligen Monteure zuordnen. Sobald man dem Auftrag etwas hinzugefügt hat, leuchtet das Kalkulationssymbol Magenta. Und es führt nach Betätigung dieses Symbols zur Kalkulation des Auftrages. Nach der Auftragsbearbeitung gelangt man in den Prozessschritt des Auftragsdrucks. Hier kann man, wie es der Name schon sagt, einmal den Auftrag drucken, sich eine Vorschau anzeigen lassen oder das Ganze dem Kunden per E-Mail zukommen lassen. Ist der Auftrag durchgeführt, beginnt die Rechnungsvorbereitung. Hier kann ich angeben, ob ich den Auftrag splitten möchte oder ob die Rechnung mittels Jobbildung übersichtlicher gestaltet werden soll. Alternativ kann der Auftrag natürlich auch als Kulanzfall abgewickelt werden. Hier sieht man nun die Splitting-Option, das heißt, man könnte jetzt hier die einzelnen Positionen unterschiedlichen Unteraufträgen bzw. Debitoren zuordnen. Der Einfachheit halber überspringen wir das Splitting und wählen nur einen Unterauftrag und gelangen dann in die Fakturierung. Hier habe ich dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten, also soll die Rechnung gedruckt werden, soll ein PDF erstellt werden oder soll die Rechnung per E-Mail an den Kunden gehen. Nach Betätigung des Faktura-Buttons ändert sich auch links oben in der Ecke der Status des Auftrages. Ja, wenn man da mal draufklickt, dann sieht man auch, der Status ist nun fakturiert und damit schließt nun auch die Serviceabwicklung in unserer VDSX.